Eins der begeisterndsten Modelle, die Ahorn gebaut hat, ist der Ahorn 590 Plus. Wenn man ein kurzes Fahrzeug haben möchte, das zum Beispiel in der Schweiz sogar auf einen Standardparkplatz passt, denn in der Schweiz sind die alle 6 Meter lang, habe ich zumindest gemerkt. Grüß dich, Markus. Hallo Sven, grüß dich. Ja, das ist ein sensationelles Auto. Es ist nur unter 6 Meter lang. Es ist über 3 Meter hoch. Nee, stimmt nicht, oder? Nein, der ist unter 3 Meter, ist 5,99 Meter lang, ist also tatsächlich unter 6 Meter und ist eins unserer erfolgreichsten Modelle seit Jahren, möchte ich sagen. Ist auch eines der meist aufgerufenen Modelle. Wir haben extra, ich sag mal, es gibt so einen kleinen Bruder, das ist ein richtiger Alkoven. Die unterscheiden sich aber grundlegend, die Modelle, muss man sagen. Hier könnte ein Hubbett drin sein, da ist eins drin, nehme ich an. Unsere Teilintegrierten sind in der Regel zu 98%, sage ich mal, immer mit dem elektrischen Hubbett verbaut. Auch wer es vielleicht zum Schlafen nicht unbedingt braucht, als Stauraum nutzt er es auf jeden Fall immer wieder. So, hier sieht man sehr schön, das Ganze ist Full GFK, bedeutet die Seitenwände aus GFK, das Dach aus GFK. Ich habe der Boden. Ganz der Boden. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist ganz witzig, wir waren im Service, die Rahmenverstärkungen, die haben nochmal ein Holz mit drin, damit der Rahmen bei den Fenstern verstärkt wird. Nochmal stabiler ist. Genau. Ja, das ist mit drin, aber die Grundsubstanz ist quasi komplett holzfrei. Genau, so ist das bei unseren Fahrzeugen. Wir haben in der Außenhaut kein Holz mehr verbaut, kein Aluminium, komplett GFK. Der Vorteil einfach sehr, sehr leicht und die Reparaturfreundlichkeit ist halt super gegeben. Ja, hier haben wir so ein Mittelding, sage ich mal. Irgendwo muss das Hubbett ja hin. Und hier hat man eine leichte Erhöhung. Das sieht nicht ganz so schlimm aus wie der Alkoven. Es gibt ja Alkoven-Fans, die sagen, ist mir vollkommen egal, wie es von außen aussieht. Kann ruhig aussehen wie so ein Bugwal, ja, der irgendwie draufkommt. Vorteil ist beim Alkoven, man hat immer eine eingebaute Sonnenblende. Ja, so kann man es auch sagen. Wobei unser Alkoven, finde ich, relativ schnittig ist. Also es wirkt jetzt nicht irgendwie klobig. Er ist noch immer durch die Rahmenverstärkung ist ja irgendwie, wirkt das sehr wertig und das Profil macht das Ganze, finde ich, noch sehr schnittig, trotz alledem. Verkauft viele Alkoven und das ist jetzt ein Teilintegrierter, den du hast, aber auch das Hubbett, der sieht jetzt extrem stromlinienförmig aus. Ja. Hat, wie du schon gerade gesagt hast, einen leichten Hügel. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir das elektrische Hubbett verbaut haben und dadurch noch immer eine Stehhöhe haben von 1,92 Meter unter dem Hubbett, wenn es oben ist. Und dazu brauchen wir halt oben ein bisschen mehr Platz. So, das ist aber auch ein extrem gefragtes Modell bei Leuten über 2 Meter, denn ihr könnt das Hubbett weglassen und dann hast du eine Stehhöhe von N. Deutlich über 2 Meter. Ganz deutlich genau. Über 2 Meter. So, wie alle Fahrzeuge ist auch dieses Fahrzeug hier auf einem, ich sag mal, richtigen Nutzfahrzeug. Das ist so ein kleiner LKW. Es ist jetzt kein Leiterrahmen drin, keine Druckluftbremse oder irgendwas, sondern aber es ist wirklich eins der berühmtesten Nutzfahrzeuge Europas, aber nicht so bekannt wie der Fiat Ducato unter den Campern oder ich sag mal der Mercedes-Benz oder der Ford kommt ja. Ihr habt den fast alleine, oder Markt? Wir sind nahezu exklusiv, bauen wir auf dem Renault Master auf. Er hat unglaublich gute Testergebnisse bekommen in den letzten Monaten. Er wurde ja fast in jedem Fachjournal wurde er getestet. Und auch gerade wenn man mal mit Spediteuren spricht, die mehrere Transporter im Laufen haben, die sind alle hellauf begeistert von dem Renault Master. Er ist unglaublich robust, hat eine große Bremsanlage drin, hat eine Steuerkette, also auch was die Unterhaltskosten betrifft, später sehr, sehr von Vorteil. Und ich glaube, optisch hat er seit dem Facelift unfassbar gewonnen. Ja, er hat viel Drehmoment, 385 Newtonmeter, hat eine ordentliche Maschine, über 2 Liter Hubraum. Hat einen 2,3 Liter Motor mit 145 bzw. 165 PS und wie gesagt das Drehmoment von 385 Newtonmeter. Es ist das Drehmoment, es sind nicht die PS, also ganz oft hast du viel PS. Absolut. Total richtig. Die Kunden sprechen als oftmals von PS, wenn sie noch vielleicht noch nicht ganz so in dem Thema sind. Aber es ist vollkommen richtig. Entscheidend am Berg, in der Beschleunigung, auch der Masse, ist Drehmoment gefragt. Da sind die PS eigentlich relativ uninteressant. Ich habe draußen 230 PS nur, aber über 1000 Newtonmeter Drehmoment. Dann, also ich merke so, der dreht richtig hoch. Und das bedeutet ganz konkret, es gibt den ja nicht mit Automatik, aber du sagst, du kannst nach Südfrankreich fahren, du brauchst nur einen Gang, oder?
So ungefähr, was unterm Strich kann man einfach sagen, durch das hohe Drehmoment lässt sich das Fahrzeug unglaublich schaltfaul fahren und deswegen vermissen die Kunden die Automatik eigentlich überhaupt nicht. Ja, das hier ist ein sensationell tolles Bett für Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Du kannst nämlich, ohne dass du klettern musst, aufs Bett steigen. Es ist sehr, sehr niedrig, das auf jeden Fall. Die Einstiegshöhe ist phänomenal. Wir haben hier den Gaskasten auch wieder mit 2x11 Kilogramm. So, auch hier die Ladekante relativ niedrig, wie du hier reinkommst, ja, zum Beladen. Tankgasflaschen und so weiter, da habt ihr einen Spezialisten, der da helfen kann. Wir haben eine Firma, die das für uns macht, wenn diese Anfrage da ist, weil wir hier direkt im Werkservice macht das hier in Speyer nicht. Aber wir haben hier einen Zulieferer, der das für uns erledigt, erfüllt diesen Kundenwunsch. Ja, hier haben wir eine Besonderheit. Wir haben nämlich ein kleines Staufach, aber man muss... Ich habe mal ein paar Sachen reingelegt. Ja. Normal wollten wir das ausräumen für die Filmaufnahmen heute. Aber es macht Sinn, das zu zeigen, oder? So ist es. Deswegen habe ich gesagt, lass die Sachen mal drin, weil von außen sieht das relativ klein aus. Es sieht klein aus, weil die Höhe natürlich tatsächlich nicht ganz so hoch ist. Aber das Volumen drunter ist absolut in Ordnung für Tische, für Stühle, für eine Kiste mit Kleinkram. Passt das auf jeden Fall. Oh, ich zeig das mal gerade. Genau. Die Paulina hilft mir gerade, wenn man das hier rausnimmt, man kommt, ich sag mal, von oben nicht dran. Von oben kommt man nicht dran, das ist richtig, aber eigentlich kann man immer gut reingreifen und kriegt eigentlich alle Sachen hier gut raus. Aber was ist hier dort vorne? Die Heizung drunter. Die Heizung drunter. So, das Ganze ist auch beleuchtet, wie ich sehe. Da ist noch das Bordwerkzeug. Dass man sieht. Ihr habt alle Fahrzeuge hier am Strom hängen, immer geladen. Das heißt, auch die Beleuchtung eingeschaltet. Hier in der Ausstellungshalle ist das uns sehr, sehr wichtig. Ja. So, dann ein wichtiges Thema natürlich rahmenbündige Fenster. Polyvision Aero. Haben wir serienmäßig bei allen unseren Fahrzeugen verbaut. Der Vorteil, sie sind sehr, sehr dicht, sind einbruchsicherer als die aufgesetzten Wohnwagenfenster und sieht dazu natürlich auch noch gut aus. Ganz. Gehen wir hinten rein und da fällt schon auf, da ist ein Heckfenster drin. Also könnte ich jetzt auf ein Heckbad schließen üblicherweise? In dem Fall nicht ganz, das ist das Fenster über dem Bett. Echt? So, das Heckbad ist rechts, oder? So ist es. Doch ein Heckbad. Ja. Oh, ich dachte schon, ich hätte. Auf der rechten Seite. Weil ich kenne diesen Grundriss. Das ist das französische Bett, ist hier hinten dran. Und hier in der Ecke ist dann das Bad. Weil ich kenne den Grundriss von anderen Herstellern, muss ich sagen, so ähnlich. Also bei euch ist es aber ein bisschen anders. Ihr habt regelmäßig viel mehr Licht drin. Also das ist so. Ihr habt Applikationen drin, die, ich sag mal, aus dem Thema Rent kommt. Ihr vermietet diese Fahrzeuge. Da wisst ihr, was geht gerne mal kaputt. Was muss verstärkt werden? Der Möbelbau kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Ihr habt unglaublich viel Wert gelegt auf Möbelverbinder. Verwendet unglaublich viele Möbelverbinder, die nämlich dynamisch arbeiten, auch wenn das Fahrzeug sich bewegt. Sich mal in Bewegung ist. Wir haben die Metallscharniere, wir bauen oder verwenden da keine Kunststoffscharniere mehr, sondern die hochwertigen Metallscharniere, die einfach deutlich stabiler sind. Zum Beispiel bei der Klotür habt ihr 3 Scharniere drin, habe ich gesehen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich sehe, weil auch so eine lange seit Tür. Seit 2 Jahren, wo wir diesen Modellwechsel hatten mit dem neuen Chassis, haben wir auch im Aufbau sehr, sehr viel nochmal aufgestockt und da ist unter anderem das ein Punkt. Genau. Jetzt muss ich dich trotzdem mal vorstellen, dich hat man ja schon des Öfteren gesehen. Du machst das Marketing, hast das Ganze mit organisiert, hast die Kollegen motiviert, vor die Kamera zu treten. Das hat einen Grund, denn ich sag mal, wir wollen den Leuten wirklich eine Auswahl zeigen, sodass sie herkommen können und schon so ein bisschen vorab sich ein Bild machen können von den verschiedenen Grundrissen. Ja? Ja, genau. Wir haben viele Kunden, die sich schon vorher im Internet natürlich informiert haben, vor allem auf YouTube. Deswegen ist das schon ganz schön wertvoll für uns. Ja. Finde ich auch, denn ich sag mal, was man nicht ersetzen kann, ist so das Persönliche wirklich reintreten und dann auch mal fühlen, schnuppern, ist auch ein wichtiges Thema vielen Leuten, riecht das chemisch oder so irgendwas, das ist so, die Haptik ist ein Thema, dann die Freundlichkeit der Leute, ich meine, ihr seid wirklich die Verkäufer, keine Schauspieler, die hier da sind, man kann auch mal sehen, komme ich mit dem klar, aber ihr habt viele Leute, oder? Ich wollte gerade sagen, wenn es mal irgendwo nicht ganz hundertprozentig klappt, auch zwischenmenschlich, das gibt es ja immer mal wieder. Wir haben junge Kollegen, wir haben etwas ältere Kollegen. Das passt eigentlich immer gut und wir haben da einen guten Kontakt und einen direkten Draht zu unseren Kunden. Ich würde ja mal gern drehen mit einem etwas älteren Kollegen, ja, wenn du mir den mal vorstellen könntest.
Sehr schmeichelhaft. Ja, danke schön. So, ich zeig's mal. Der Einstieg, damit fängt es schon an. Da habt ihr ein hochwertiges Bauteil verwendet. Also das ist ja extremen Belastungen auch unterworfen. Ihr habt eine Lippertstufe eingebaut, elektrisch. Genau, die ist elektrisch. Wir haben hier jetzt nur in der Ausstellungshalle diese Podeste mal hingemacht. Aber man sieht das hier auch gleich. Ich zeig's mal vor. Also hier auch die elektrische Trittstufe, serienmäßig. Ihr habt ein Bussystem eingebaut, das ist vielleicht auch wichtig. Das heißt, das ganze System arbeitet mit drei Schaltkreisen, die ich einzeln schalten kann, auch von mehreren Positionen. So ist es, einmal von hinten oder von der Seite. Sehen wir auch schon gleich den Grundriss. Das ist das, was ich so liebe. Das Ganze kann man separieren. Das ist ein Bett, wo man sich reinfallen lassen kann. Und wir werden auch gleich mal die Paulina bitten, das mal auszuprobieren. Sie ist nämlich, hat ein Gardemaß 1,79 Meter. So können wir Männer und Frauen bedienen quasi. Denn sie ist etwas kleiner als der Durchschnittsmann, aber etwas größer als die Durchschnittsfrau. Und dadurch haben wir natürlich ein tolles Maß mal zu zeigen. Denn gerade dieses Bett, das wird enorm unterschätzt. Denn die Leute sagen, das ist viel zu eng, viel zu klein. Ich will ein Längsbett drin haben. Die haben noch nicht drin gelegen, oder? Das ist eines unserer längsten Längsbetten, wo wir haben, mit über 2 Meter. Also auch für großgewachsene Menschen überhaupt kein Problem. Und das Ganze unter 6 Meter. Das ist wirklich sensationell. Unter 6 Meter. Und da oben ist ja noch ein Bett. So, wenn einer sich jetzt, ich sag mal, dazu entscheidet. Du hast einen Hubbettschlüssel dabei. Können wir gleich mal zeigen. Dabei. Elektrisch? Unsere Hubbetten sind alle elektrisch. Ganz einfach zu bedienen. Das meinte ich eben, wenn du, ich sag mal, so eine gewisse Größe hast, hier brauchst du gar nichts, hier musst du nicht hochkrabbeln, hier gehst du einfach hoch und kann man hier die Ecke noch verlängern eigentlich? Bei diesem Modell ist die Ecke nicht zu verlängern, das ist dann im 660er, dem großen Bruder des 590ers, möglich. Möglich, so, das kann man verlängern. Aber hier liegen ja die Füße. Das ist so, viele haben an der Stelle hier noch einen Schrank verbaut, das habt ihr nicht gemacht, dadurch ist das Bett länger. Ganz genau. Das war auch Sinn und Zweck der ganzen Übung, warum wir das bewusst weggelassen haben, dass wir da wirklich absolut freie Liegefläche haben. Jetzt sind noch nicht mal alle Lampen an. Ihr zählt zu den hellsten Fahrzeugen am Markt in der Klasse. Wir bauen insgesamt sehr hell, auch der Möbelbau, wie du siehst, ist alles sehr hell, freundlich, weil diese dunkleren Farben würden ja auch drücken. Gerade bei so kurzen Fahrzeugen wäre das ja dem Ganzen nicht ganz so dienlich, was das Wohnempfinden betrifft. Ja, ein Lob an die Doku, an die Deko, Doku. Betrifft ja dich. Paulina, komm mal rein, dass wir das mal sehen, denn du hast gesagt, nein, ich will nicht für die Kamera, habe ich gesagt, aber wenn schon, müssen wir dich A vorstellen, ich bin so weitwinklig, dich wird man eh sehen. Und üblicherweise, was ist dein Job, was machst du gerne? Hier beim Ahorn bin ich im Online-Marketing, vor allem für Social Media zuständig. Und ein kleiner Teil ist natürlich auch die Deko, wie gerade schon angesprochen. Guck mal gerade hier, dieses Bild hier, da träumen ja viele von, ist natürlich, nehme ich mal an, für das Foto gestellt gewesen. Das ist am Strand, wie es da steht, mit der Beleuchtung und allem drum und dran. Das sind so die Bilder, die Leute im Kopf haben. Oft sind es aber dann doch die Stellplätze, wo einer neben dem anderen steht. Das ist die Wahrheit. Aber es gibt immer mehr freistehende Plätze. Camperland, mit denen arbeiten wir zusammen, die bieten Bauernhofplätze. Da hast du 1, 2 Wohnmobile, das war's. Und über 1000 Stück in Deutschland mittlerweile, wo du einfach stehen kannst mit der ganzen Family. Hast du gewusst? Nein, das habe ich so nicht gewusst. Ja, ist camperland.de, also ruhig mal draufgehen und mal gucken. Die bieten an, da kannst du Last Minute buchen, kannst alles machen, da stehst du wirklich alleine. Aber ich glaube, viele wollen das gar nicht. Die wollen auch mal einen Nachbarn haben, mit dem sie ein bisschen klönen können, ein bisschen mehr Kontakt, oder? Ja, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, wir arbeiten noch mit Alpaka Camping zusammen, die machen ähnliche. Was machen die ungefähr? Auch, sie bieten naturnahe Stellplätze. Ähnlich, dann wahrscheinlich dann genau. Wie wird das geschrieben? Alpaka, wie das Alpaka, nur mit C. Okay, also gibt es mehrere Plattformen quasi, die das anbieten, aber naturnah. Oft ist es so, dass die Leute dann sagen, ja, ich will, ich probiere das ja mal aus, aber ich sag mal, der Campingplatz ist ja auch ein Hobby, oder? Dass man den anderen mal trifft und so. Ich wollte gerade sagen, natürlich gibt es sicherlich welche, die sagen, Mensch, so wie auf dem Bild hier schön zu sehen, einsam irgendwo macht Spaß, aber ich sag mal, das Gesellschaftliche auf dem Campingplatz, wenn man da Nachbarn hat, mit denen man einfach gut klarkommt, ist das ja auch immer sehr gesellig. Das hier ist ein Grundriss, da wollen die Leute immer reingucken, oder? Ja, weil sie alle von außen denken, ach Gott, ist das aber eine enge Sardinenbüchse. Und so ist es natürlich überhaupt nicht. Ihr habt alles anders gemacht. Also viele Heckbäder sind viel schmaler und dafür ein Tunnel. Mhm. Ihr habt das anders gelöst, werden wir gleich sehen.
Das Sensationellste ist aber, das hat mir Paulina gesagt, ja, ist dieser Kleiderschrank. Wenn du mit dem mal gerade öffnest, du hast davon so geschwärmt, hast gesagt, ich habe so viele Ballkleider, die ich zum Camping mitnehmen muss. Die passen alle da rein. Denn dieser Kleiderschrank ist schon sensationell auf der Größe, oder? Das haben wir eigentlich nur noch einmal und das ist ein großen 7,45 Meter Alkoven. Ansonsten ist das wirklich ein einmaliger Kleiderschrank. Der ist wirklich sehr, sehr beliebt und wird sehr geschätzt von unseren Käufern. Ja, hier oben vielen Dank erstmal. Da ist der Tedford Kühlschrank. Der ist bewusst natürlich kleiner, damit die Blickachse nicht kaputt gemacht wird, weil hier musst du natürlich bei 6 Metern aufpassen, dass du hier den Raum nicht kaputt machst, oder? Anders war das technisch gar nicht möglich. Man hätte natürlich hier anstatt des Kleiderschranks eventuell noch was hinbauen können, aber das hätte den ganzen Grundriss zerstört und deswegen bleibt einfach bei den kleineren Grundrissen, bei den kürzeren Fahrzeugen der mittelgroße Kühlschrank hier im Programm. Eine Riesenspüle für den Platz. Ich finde auch die Küche, größer dürfte die gar nicht sein, dann würde ich sie noch dreckiger machen. Das ist der, aber für den Zweck hier ein Dreiflammenkocher, das heißt, du kannst richtig kochen. Ihr habt immer eine Piezozündung? Haben wir immer bei allen Modellen, da gibt es also keine Einschränkungen. Auch hier ist das Kochen absolut realistisch und gut durchzuführen, gar kein Problem. Ja, ich muss sagen, es gibt immer mehr Hersteller, die Firma Chan bietet einfach ganz tolle, ich sag mal Kochfelder, die da sind, die wirklich, die Türken haben es drauf, sensationell. Das Beste ist aber noch, deine Körpergröße ist wie? 1 Meter? 1,84 Meter. Guck mal, du stehst unterm Hubbett. Unterm Hubbett, ganz entspannt, also mit Schuhen, allem drum und dran. Deswegen eben von draußen haben wir es ja gerade gesehen, der leichte Hügel, trotz Teil integriert, ist eben notwendig, um das hier darzustellen. Ja, also und du hast noch Schuhe an. Ja, der Boden, auch der ist so eine Schieferoptik mit drin. Das sieht richtig toll aus. Ist natürlich ein Vinylboden, das Ganze soll ja halten. Auch der Boden ist kein Holz drin, oder? Nein. Okay, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Denn auch das Holz könnte im Laufe der Zeit nachgeben. Das hast du auch bei Wohnwagen, dass die dann durchgetreten werden. Wenn es anfängt zu knarzen, dann weiß man genau, hier ist bald was fällig. Ja. So, Lexus Hubbett, ihr liebt Lippert. Denn ein Lippert-Bett, eine Lippert-Aufbautür, eine Lippert-Trittstufe, einer der bekanntesten amerikanischen Zubehörlieferanten, bauen natürlich, ich glaube, das ist die Firma Hubbetten schlechthin. Also, wenn du es dann hast. Aber sehr gute Erfahrung. Schlüssel, warum? Ist eine extra Sicherung nochmal dafür da, dass da nichts passiert. Normalerweise während der Fahrt empfehlen wir eigentlich auch noch immer, das Ganze entsprechend hier zu befestigen. So lässt sich das Hubbett stufenlos verstellen. Es ist in jeder Stellung, egal wie man es einstellt, mit der vollen Last zu belasten. So, pass mal ganz runter. Maximal unten. Denn super. Und da werden wir gleich mal zeigen, der Rausfallschutz, der macht hier wirklich Sinn. Denn oft wollen ja hier die Kinder auch mal schlafen, aber auch die Erwachsenen können rausfallen. Das Hubbett ist mit 150 Kilogramm zu belasten, also auch für Erwachsene gar kein Problem. Also ich denke mal, das ist jetzt ein Bett für eine Person, ne? So ist es gedacht. Vielleicht, wenn zwei Enkel hier oben mal schlafen wollen, geht das sicherlich auch. Aber in der Regel ist es für einen Erwachsenen gedacht. Okay, das heißt, du hast auch hier Lattenrost? Mhm. So, und der ist auch belastbar, das habe ich gesehen. Also nicht nur so ein Pseudo-Lattenrost, der federt richtig. Auch wieder eine hochwertige Kaltschaumatratze drin mit entsprechendem Lattenrost. So, ihr habt euch viele Gedanken gemacht über die Möbelfronten. Also oft siehst du ja so im Entry-Level, also ich will euch jetzt nicht abwerten, aber ihr seid ja deutlich unter 100.000 Euro bei dem hier. Kann man den darstellen für 60.000? Geht das in einer guten Ausstattung? Oder wird es da eng? Da wird es ein bisschen eng. Wir liegen im Moment bei einer Grundausstattung, so wie er hier steht, bei Mitte 60. Mitte 60. Mhm. So, aber dafür habe ich ein extrem kompaktes Fahrzeug. Viele, ich sag mal, leben ja auch hier drin. Soll man die fahren von A nach B, weil es so kompakt ist. Mach mal bitte auf eine. Gucken, wie die Beschläge drin sind, die du da hast. Wieder Metallscharniere. Metallscharniere, aber viel wichtiger, Haltbarkeit. Die kommen fast aus dem Haushalt, oder? Die sind wirklich sehr, sehr langlebig, so wie das Fahrzeug auch ausgelegt ist. Da knarzt nichts, da fällt auch nichts runter. So, hier können wir den Fernseher noch installieren. Die Kabel liegen noch nicht, oder? Die Kabel sind immer vorbereitet. Nur die SAT-Anlage, die muss man dann eben noch entsprechend montieren, wenn man das möchte. Kann man hier jederzeit in unserem Service-Center nachrüsten lassen. So, es gibt einen Rausfallschutz, da ist eine kleine Kante mit drin, dass da auch nichts passieren kann, dass dir nichts entgegenkommt. Denn ist es natürlich so gewölbt, dass sie den Kopf nicht stößt. Und jetzt können wir das Ganze mal zeigen. Wenn du mal gerade so lieb bist, die Schuhe mal.
Die haben trotzdem denn hier noch, auch wenn die Bettkante relativ niedrig ist, trotzdem, wenn man vielleicht ein bisschen schwer zu Fuß ist, haben wir hier trotzdem noch immer eine kleine Einstiegshilfe. Genau, du kannst das Hubert ruhig nochmal hochfahren. Warte, ich filme das mal gerade, dass wir das sehen. Du hast immer Notausgang frei. Das heißt, auch wenn das Hubert unten ist, kommen die Leute raus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der Fluchtweg praktisch im Notfall immer frei ist. Gut, das war's. Schlüssel abgezogen. Da ist es drauf. Hallo. Hallo. So, und wenn du mal gerade da reingehst, also für zwei Personen, die sich lieb haben, kein Problem, oder? Absolut in Ordnung, oder? Muss ich schon mögen, aber es ist schon großzügig. Das heißt, eine Person hätte ein Riesenbett, die zweite Person könnte oben liegen. So hätten zwei jeweils ihr eigenes Bett. Das ist auch toll. Was ich auch toll finde bei dem Bett ist hier, das kann man super zum Lümmeln verwenden. Also wenn da auch mal eine Tagesdecke. Ja, und der Fernseher wäre ja auch hier in dem Sichtfeld. Also könnte man da wirklich auch abends schön da liegen. Also. Und die Sitzgruppe unten lässt sich auch noch mal als Bett umbauen. Ist ja ein 4 Schläfer und 4 Sitzer. Genau, wenn du mal gerade so nett bist, dich mal ganz lang legst, also wie du normal nie liegen würdest, also so zum Beispiel, hier sieht man auch die Länge des Betts, sie ist jetzt 1,80 Meter lang, guck mal hier, da sind noch 20 Zentimeter. Über 2 Meter lang, ja. Über 2 Meter, das heißt auch lange, lange Personen können hier drauf. Und was ich bei euch immer sensationell finde, ist, ihr habt das Bedienfeld der Truma, da kommt ja demnächst das Neue dann bei den Neuen. Unterm Bett. Genau, im Bettbereich, dass man nicht große Wege gehen muss und gleich das, die Bedienung nahe hat. Ja, komm mal bitte runter und heb mal bitte die Matratze kurz an, dass wir da mal runterschauen können, denn Schlafkomfort ist das Allerwichtigste, auch hier Unterlüftung. Unterlüftung und ein wertiges Lattenrost. Ja, das auch nicht dann sofort. Ja, ich habe das gesehen mit Hochheben und da ist mir aufgefallen, das ist ein sehr fragiles Teil. Wenn da Leute mit, ich sag mal, 150 Kilo draufgehen, ist das das Erste, was brechen könnte. Und die waren oft schon, als wir die gezeigt haben zum Hochheben, waren die schon defekt. Das ist das, was wir gemerkt haben. Hier haben wir es fest. Ich glaube, das hat einen Grund, oder? Das ist der Grund, warum wir auch darauf verzichtet hätten. Vom Technischen her wäre das ja jetzt kein Problem, dass wir das auch, dass die Garage auch von oben zugänglich ist. Aber es ist genau das, was du sagst. Das ist meistens nach einer gewissen Zeit immer ausgebrochen und dann geht das meistens nicht gut aus. Ja. Also Erklärung ist, ihr habt eine Vermietung, die sehr gut läuft. Da sind die Dinger im Dauerstress von Leuten, die teilweise noch nie ein Reisemobil gefahren haben. Und aus der Erfahrung habt ihr Dinge so geändert, dass sie lange halten, oder? Exakt, das ist den Erfahrungswert, den wir da erzielt haben. Und weil wir hatten das früher mal, dass wir das von oben zugänglich hatten. Aber das gerade in der Vermietung ging das regelmäßig kaputt. Und deswegen haben wir darauf verzichtet. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch so eingebürgert. Und vermisst auch niemand. Was kann ich euch das bezahlen? Kann ich immer sagen, zieh mal bitte die Schuhe aus, zieh mal wieder an und so weiter, dass wir das sehen. Wenn du mal gerade so liebes Thema aufmachst, hier die Tür. Klar, gerne. Der Recht, der ist noch offen, der linke Schuh. Ja, mein Opa hat immer gesagt, Junge, mach die Schuhe zu. Ja, hast du kein Portemonnaie, hat er gesagt, wenn ich das Geld einzeln hatte. Ja, das gefällt mir gut. Kleine Küche, klein, aber fein. Dann der Grundriss. Ich setze mich jetzt mal auf den Beifahrersitz, dass man mal hier in den Raum einfach mal reinfilmt. Wie riesig das ist bei 6 Meter Länge. So, überleg mal. Unter 6 Meter. Und das sind Maße von einem VW T6.1 lang, den du hier hast. Von der Breite 2,30 sind wir. Das sind wir exakt gleich breit wie bei allen anderen vollwertigen Teilintegrierten und Alkoven. Genau. Das ist ja ist ein vollwertiger Teilintegrierter. Viele machen ja Vans, die schmaler sind, 2,10 Meter, 2,14 Meter. Auch sehr beliebt, muss man sagen. Aber ihr habt gemerkt, die paar Zentimeter, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Fürs Fahren, klar, die sind ja etwas handlicher, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Es macht unheimlich was aus. Jeder Zentimeter in der Breite nimmt natürlich an Raumvolumen extrem. Das heißt also, das wird man merken. Aber der Grundriss ist so offen, da muss ich wirklich sagen. Aber hier würde ich mir jetzt überlegen, da doch diese, im Prinzip die Verdunklung optional bietet ihr die ja an, die man zuziehen kann, die Remis, oder? Die Remis-Front bieten wir bei jedem Fahrzeug optional an. Das kann man auf jeden Fall machen, dass einfach auch die Verdunkelung abends dann gewährleistet ist. Die ist ja drin, also ein Vorhang ist ja drin. Genau. Und die Alumatten gegen die Wärme- und Kältebrücke, nämlich die Windschutzscheibe, haben wir im Serienumfang dabei. Die sind dabei. Also wenn ich dann nochmal diese Kältebrücken da ein bisschen minimieren möchte, dann geht das. Dieser Tisch hier ist so sensationell und den wird uns die Paulina jetzt mal vorführen, denn die hat ihn noch nie bedient.
Nee, warte, ganz kurz, geh mal rein. Hast du ihn schon bedient? Ehrlich? Genau, den tatsächlich noch nicht, nein. Sehr schön. So, den werden wir jetzt mal zeigen. Denn das ist der beste Tisch, den ich je gesehen habe. Das meine ich ehrlich. Denn du kannst diesen Tisch, also A, funktioniert er tatsächlich. Ist der Ein-Säulen-Hubtisch? Ein-Säulen-Hubtisch. Den kannst du in N-Varianten verändern. In der Höhe kannst du ihn verändern. In der X-Achse, in der Y-Achse, man kann ihn drehen, vollkommen richtig. Ja, du kannst ihn sogar verschieben, du kannst alles machen und das werden wir jetzt mal der Paulina zeigen. Also das geht schon mal, das hast du richtig festgestellt. Was geht noch, Paulina? Nee, warte mal, nicht helfen, sie muss das ruhig machen. Das ist gemein. Das macht ja nichts, denn die Leute aus dem Marketing, die müssen ja nicht alles wissen. Das geht auch, korrekt. So, also das geht also vorne, hinten, links, rechts und jetzt kommt es noch besser. Ja, jetzt kommt es noch besser. Da kommst du aber nicht dran. Das ist da kann ich nicht dran. Den Hebel hier. Der Hebel da, guck mal. Drehen. Da vorne ist ein Hebel. Hier anziehen und dann nach unten. So, und jetzt kannst du ihn auch noch drehen. So, jetzt können wir nämlich Folgendes machen, Paulina. Jetzt hat der Markus gekocht und ich setze mich jetzt hier hin. So, face to face. Wir sitzen maximal weit auseinander und dann kann man den drehen. Wahrscheinlich muss man, warte mal, ich mache das mal gerade. Oben, unten? Unten. Und jetzt kann man den drehen und jetzt können wir uns quasi gegenüber sitzen und jeder kann was zu essen haben. Oder wir können Spieleabend machen mit 4 Leuten und du kannst es so genau hinmachen. Oder du kannst natürlich auch Fondue machen und das einfach drehen, den Leuten dann anbieten, hier macht das mal. Also der ist wirklich maximal variabel, oder? Beim 590er ist die Variabilität natürlich absolut im Vordergrund und lässt eigentlich keine Wünsche offen. So, wenn du nochmal drehst, mach nochmal, weil ich habe nur eine Hand gerade. Wahrscheinlich haben wir irgendwas falsch gemacht. Geht wahrscheinlich viel einfacher, weil eben, ja, genau so. So, und da geht er dann rein. Das Coole ist, wenn er jetzt offen ist, kann ich den zum Einsteigen einfach wegschieben und kann ihn so reinmachen, dass ich maximalen Platz habe, je nachdem, wo ich gerade bin. So, jetzt mach mal dich mal gerade mal ganz zu. Ich mach das mal gerade so, dass wir jetzt so das Maximale. So, du stehst jetzt auf, dann schiebst du ihn einfach rüber. Mach mal. Genau, einfach weg von dir, zum Beispiel zu der Seite, kannst ihn maximal rüberschieben und kannst einfach rausgehen. Ja gut, auf so kleinen Raum musst du natürlich jeden Zentimeter nutzen und das ist gut. Ich habe es eben auch erst gelernt im Video, da warst du nicht dabei, das war das Gemeine. So, Rückfahrkamera habt ihr dabei? Ist auch wieder in der Vorkonfiguration dabei. Markise, Rückfahrkamera, unser Chassispaket ist dabei mit Tempomat, mit Berganfahrhilfe. Alles inklusive. So, Klimaanlage ist natürlich mit drin. Er hat eine Besonderheit, das haben alle Renaults. Du hast hier so einen kleinen Stick, den kann man blind bedienen. Da kannst du das ganze Audio und Telefon drüber steuern. Das ist so ein Multifunktionsschalter, wo man im Prinzip die ganzen Bordcomputer in einem bedienen kann. Ja, auch das Radio. Viele Leute wissen das nicht, fahren einen Renault. Nach 3 Jahren sagt ihnen einer, guck mal da unten drunter und am Lenkrad ist was. Die Renault-Fahrer wissen das, bei jedem Renault. Gell? Das, ja. Ja, du bist jetzt schon 5 Jahre hier. Verarbeitungsqualität ist schon krass. Also das heißt, ihr legt da fast Branchenstandards, oder? Also wo ich noch vor 5,5 Jahren hierher kam, da habe ich den Unterschied schon gespürt, wo man einfach klar gesehen hat, das ist eine Einstiegsklasse, hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen von Anhieb. Aber wo wir mittlerweile sind, also ich möchte sagen, seit Modelljahr 2021 sind wir absolut auf Niveau von ganz, ganz vielen Mitbewerbern, die sicherlich um 20-25% teurer sind. Das schreibt auch die Fachpresse. Die schreiben also in Ahorn. Was in Promobil steht, Reismobil International, die haben das also alle so bestätigt und das ist auch kein Geheimnis mehr. Ich war ja vor 2 Jahren da, ihr habt nochmal einen Riesensprung gemacht, also es ist so. Komm, wir gucken uns mal das Bad an. Das ist wirklich so. Also ich habe Produktqualität, ich sehe ja viele günstige Reisemobile, die dann alle im Detail Schwächen haben. Das ist oft das Bad, die Dusche zu klein, nicht nutzbar. Ich meine, wenn du die vermieten willst, dann hast du deinen Stress und ich glaube, die Paulina sucht das Licht. Ja. Und nochmal, genau. Oh ja, jetzt ist auch das große Licht an, siehst du. Ihr seid Lichtweltmeister. Also wirklich. Also ich glaube, ihr habt eines der hellsten Fahrzeuge im Markt. Und da spreche ich aus Erfahrung. Du kannst so viel Licht anmachen, dass du fast erblindest. Ja. Ja. Das heißt, Licht, wenn du es brauchst, hast du genug. Was kann man hier noch anmachen? Glaube, oben ist auch noch. Nee, das ist der Abzug. Im Bad. Genau. Ich guck mal gerade. Hier vorne ist noch ein Spiegelschrank. Und am Spiegelschrank ist noch ein Knopf. Warte mal, ich guck mal gerade. Da ist er. Der blaue Touch. Okay. So, und da kann ich also hier anmachen. Hier habe ich eine Reflexion, da bin ich. Guten Tag.
Das heißt, ich kann mich komplett sehen zum Rasieren. Dann habe ich hier drunter wahrscheinlich noch ein Fach. Auch das ist groß. Mit Rausfallschutz. So, was ich auch ganz praktisch finde, ist, dass ihr hier Milchglas drauf habt. Ich glaube, gerade auf der Toilette ganz sinnvoll. Sichtschutz, genau. Ja, und dann eine Toilette mit Waschbecken und alles, was du brauchst. Das heißt, der Vorhang, den machst du zu, dann kannst du duschen. Der Rest kann ein bisschen nass werden, oder? Das ist eine vollwertige Nasszelle, passiert überhaupt nichts. Okay. So, und das ist hier drin. Und ich stehe gerade in der Dusche. Das ist übrigens, also ich bin ja 1,83 groß, habe Schuhe an und habe noch etwa 7 cm Luft. Selbst in der Dusche klappt das. Tankvolumen, was kann der am Wasser? 100. 100. Mhm. Habt ihr den großen Tank hier eigentlich drin, den großen Dieseltank bei dem? Wir haben einen Dieseltank von 70 Litern. Ja. Der ist aber erweiterbar. Kann man bei Renault direkt erweitern lassen, wenn man da Bedarf hat. Okay, das heißt, ich könnte auch größere Reichweite. 30, 40 Liter mehr oder sowas. Bis zu 30 Liter. 30 Liter. Setz dich mal bitte auf den Fahrersitz, dass wir mal einen kurzen Schuss haben. Paulina, ja. Setz dich mal auf den Beifahrersitz bitte, dass man sieht, also zwei Personen, gar kein Problem. Jetzt könnte hier noch eine dritte Person sitzen. Ich meine, wir sind auf unter 6 Meter. Hier könnten noch zwei Personen sitzen und hier könnte dann noch eine Person liegen und könnte dann noch ein Hörbuch hören oder irgendwas. Das ist schon wirklich ein sensationeller Grundriss. Und auch die Stehhöhe, das Hubbett, aber die Qual der Wahl zwischen dem Alkoven und dem anderen, es hat jeder was, oder? Es hat alles sein Für und Wider. Manche schwören auf das Hubbett, manche schwören auf den Alkoven. Für jeden ist was da. Also eines der meistverkauftesten, der hier und der nebenan seit auch? Jahren. Beide, schon oder? Beide seit Jahren. Erzielen übrigens immer noch Höchstpreise. Das ist unglaublich auf dem Gebrauchtwarenmarkt. Also ich habe eben, war ja ein Pärchen da, 5 Jahre altes Fahrzeug, wurde euch quasi, haben die gekauft, ohne es vorher gesehen zu haben. Da haben sie sich dann beim Händler nochmal angeguckt, ein baugleiches. Aber die hatten so viel Vertrauen. Ja. Wir verkaufen ganz, ganz viele auch Gebrauchtfahrzeuge ungesehen deutschlandweit, weil ich glaube, so viel Vertrauen kann man in uns haben. Wir sind da sehr transparent. Wir sagen genau, was das Fahrzeug für Schwächen hat, wo die Beschädigungen sind und bringen die Sachen in Ordnung. Und da gehen wir nicht an. Okay, hier sind wir. Paulina, vielen Dank. Ja, Drehtag geht langsam zu Ende. Wir haben ein Einführungsvideo. Morgen geht's weiter. Wann können wir denn anfangen morgen? Ein bisschen früher? Ja, wie du magst. Sag mal. Also wenn du nichts dagegen hast, vielleicht mit einem Kollegen sprechen. Ihr habt morgen einen großen Tag, ihr habt ein bisschen Werbung geschaltet. Ist es irgendwie Jahrmarkt im Himmel? Was habt ihr geschaltet? Ja. Genau, heute ist ja Black Friday und das Black Weekend steht an bei uns, bei Ahorn Camp. Was? Umsonst alles, oder? Oh, genau. Beim Kauf eines Gebrauchten bekommt man das... Grundsätzlich bei jedem Fahrzeugkauf, okay. Ob das ein junger Gebrauchter ist, ob das schon vielleicht ein 3-4 Jahre alter ist oder ein neuer, gibt es für heute, am Samstag und am Sonntag ein großes Navigationssystem im Wert von knapp 1900 Euro. Umsonst. Natürlich ganz toll, dass wir das jetzt erwähnen, wo die Leute es nicht haben können. Aber es gibt immer was umsonst. Also viele, muss ich auch fairerweise sagen, wir haben ja ein bisschen Lieferzeit auf den Fahrzeugen. Ihr habt immer welche vorgeordert. Hast du auch von dem ein paar da? Also die kommen immer wieder mal? 590er habe ich im Moment 2 junge Gebrauchte da aus der diesjährigen Vermietung. Ja. Und wir haben Neufahrzeuge so Richtung Ende 23 haben wir die nächsten, wo noch nicht Kunden belegt sind. Okay, das ist wichtig. Also wer nicht früh bestellt, das ist ja so, ich meine, ihr habt die Produktion ausgelastet, anders kann man die Preise gar nicht machen. Ihr habt eine ganz enge Produktauswahl. Hier gibt es also nicht 17 Farben und 17 Polster und es gibt ein Polster, es gibt einen Boden, es gibt, ich sag mal, den genauso wie er hier steht. Da kann man zwar noch Sachen ergänzen, aber... Ausstattungsmäßig sind wirklich kaum Wünsche offen, aber es ist richtig, um auch die Produktion etwas schlank zu halten, weil wenn man jetzt noch mit 3 Polstern anfängt und 5 verschiedenen Hölzern, das würden wir von den Stückzahlen her gar nicht packen im Werk. Aber wir haben ja trotzdem 3 verschiedene Ausstattungsvarianten, der Camp, der Kanada und der Alaska. Und da kann ja auch jeder nach seinen Vorstellungen sich was raussuchen. So, werden wir noch ein Video drehen, denn wir haben ein besonderes Flair jetzt. Wir haben ja bald Nikolaus, ihr habt einen Weihnachtsbaum, habt ihr aufgebaut. Sollen wir uns den mal kurz angucken? Ja, klar, gerne. Dass wir den mal machen, dann filme ich das mal gerade. Der Kollege hat heute Morgen nämlich richtig Gas gegeben. Und hat ihn geschmückt. Da würde meine Frau vor Neid ablassen, wenn ich das machen würde. Da ist er. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Modell heißt. Denn wir haben jetzt eine ganz besondere Atmosphäre hier. Die würde ich euch nicht vorenthalten. Die Fahrzeuge sind nämlich alle wunderschön beleuchtet. Und das ist so ein bisschen wie die Buden auf dem Weihnachtsmarkt hier, oder? Ja. Also,
Ahorn Camp T590 Plus Modell 2022 Renault Master 145. Du sagst auch der 145 PS geht, oder? Total ausreichend. Vor allen Dingen, weil der Drehmomentverlauf zwischen 145 und 165 PS völlig identisch ist. Ja, das bedeutet, die haben die gleichen Beschleunigungswerte, nur nach oben raus, oder? Der gleiche Motor, auch beide sind 2,3 Liter und haben das exakt gleiche Drehmoment. Das heißt, wenn ich ihn fahren würde hier in der Stadt, würde ich überhaupt keinen Unterschied feststellen? Würdest du nicht mehr. Okay. Das heißt also, wenn jetzt einer sagt, ich habe jetzt einen verstärkten Anhängerbetrieb, ich will da wirklich mal 2 Tonnen dranhängen, da wird sich das vielleicht rechnen? Genau für diese Fälle bieten wir den 165er an. So, und hier vorne steht ja der Weihnachtsbaum. Sag mal, das ist ja hier eine Atmosphäre in Speyer. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass Weihnachten ist. Ja. Es lag noch kein Schnee. Es ist irgendwie noch viel zu warm für die Zeit. Das sagt auch, ich sag mal, das Fernsehen, dem ich ja grundsätzlich vertraue. Aber eins wollte ich euch ja zeigen und nicht vorenthalten. Ihr habt was ganz Tolles erreicht dieses Jahr. Das Goldene Reisemobil 2022. Das ist ein Preis, den man nicht kaufen kann, sondern die Leser von der Autobild haben gewählt. Unabhängig, ja. Ja, und da habt ihr... Erfolg gewesen dieses Jahr, gleich mit 4 Fahrzeugen, 2 erste Plätze und 2 zweite Plätze. Das war schon ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr für uns. Und auch eine große Bestätigung für den Wandel, den wir so ab Modelljahr 20 nochmal gemacht haben. Ja, das ist kein Preis, den ich mir kaufe, sondern dass irgendwas dafür bezahle, dass ich den aushängen darf, sondern das ist wirklich so, der wird jedes Jahr vergeben. Gibt es auch mehrere Gewinner? Ihr habt nicht immer den ersten Preis gemacht, aber selbst das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das meine ich doch. Ja, so ist das. Und hier unten sieht man ACA. Für was steht da? Das ist der A96. Also Ahorn Camp A96, Alcom 690. Weil der 690er gibt es ja auch noch als T690, nämlich als Teilintegrieren. Okay, all das wird man sehen. Das heißt, ihr unterscheidet zwischen Alkoven und Teilen. Für mich sind das alles Teilintegrierte, weil ich sag mal, es ist letztendlich, habe ich immer den Leuten erklärt, hört mal zu, wenn man das, ich sag mal, Fahrerhaus noch sieht, dann, ich sag mal, und hinten drauf ist das anders, das ist Teilintegriert, aber der Markt sagt, ein Alkoven mit Buckel, das ist quasi ein Teilintegrierter, korrekt? Der Teilintegrierte, und hier drüben sieht man dann den Alkoven. Bei uns ist der Unterschied gerade von der Höhe eigentlich gar nicht groß. Der ist 14 cm, weil wir ja eben den kleinen Hügel haben für das elektrische Hubbett, ist eigentlich bei uns zwischen Alkoven und Teilintegriert von der Höhe. Und das ist ja meistens das Argument beim Alkoven oder die Bedenken beim Alkoven, ist ja kaum höher. Ahorn am 25. November 2022 zusammen mit Markus. Mit dem Markus. Jenne. So, und der Paulina, die heute viel gelernt hat. Was hast du alles gelernt? Du bist ja schon 5 Monate hier, aber heute war doch anders, oder? War anders, sehr intensiv, aber macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Wir sind noch gar nicht rum. Wir machen noch ein Video, machen wir noch. Was sagt die Uhr gerade, wenn du mal kurz drauf guckst? Dreiviertel fünf heißt für 16.45 Uhr. 16.45 Uhr, also ich verstehe das ja, dreiviertel fünf. Ist das was man hier sagt, Dreiviertel? Ja, ich muss das auch erst lernen. Ich komme eigentlich aus Münster. Münster, das liegt ja im Bundesland Niedersachsen. NRW. NRW? Ja. Hart an der Grenze, oder? Es geht. Münster, die Fahrradstadt, oder? Ja, genau. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Und das Ganze findet ihr in Speyer. Ihr habt was Besonderes. Sonntags habt ihr offen, da ist Schautag. Keine Beratung, kein Verkauf. Und die Woche über montags bis freitags? Montag bis freitags von 10 bis 18 Uhr ist der Showroom geöffnet. Und Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.